Herr Glatz, Industrie 4.0, ein Thema, was uns 2 Tage lang beschäftigt hat. Wie viel Realität Industrie 4.0 haben wir schon in Deutschland? Aber ich denke, wir haben heute, wirklich auch gestern und heute, tolle Beispiele zur Industrie 4.0 gesehen. Nicht das endgültige Industrie 4.0, aber ganz einfach auf dem Weg dahin. Manche beschäftigen sich schon lange damit. Es hat nur einen anderen Namen gehabt. Aber ich glaube, die Potenziale sind schon deutlich geworden. Und es ist auch eine gewisse Faszination rübergekommen, zu sagen, ja, es ist nicht nur Marketing-Hype, sondern es hat wirklich Potenzial, sich damit zu beschäftigen. Herr Glatz, Sie sind jetzt der Obersoftwerker vom VDMA, kennen sich in vielen Richtungen wirklich gut aus. Ist es so, dass Industrie 4.0 insbesondere für den Maschinenbau ein großes Thema sein sollte? Na, ich sehe es sogar andersrum. Ich bin zwar Softwerker, ich mache Automation, aber ich glaube, der Erfolg von Industrie 4.0 wird nachher vom Maschinenbau generiert. Softwerker, der ITler, Automatisierer liefern Basistechnologien, aber letztendlich muss es umgesetzt werden und der Nutzen wird dann letztendlich in der Anwendung generiert. Und da spielen die Maschinenbauer natürlich als hochinnovative Branche, die immer wieder neue Technologien integrieren müssen, eine entscheidende Rolle. Ich denke, da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Lassen Sie uns noch kurz über den Begriff Industrie 4.0 diskutieren. Aus meiner Einschätzung heraus würde ich sagen, werden wir dieses Konstrukt, den Begriff, nicht mehr allzu lange brauchen, weil vieles davon dann bereits Realität geworden ist. Wie sieht da Ihre Einschätzung aus? Ich glaube, das Besondere an dem Begriff ist, dass er von vielen gespielt wird, branchenübergreifend, und man einfach sieht, es ist nicht nur ein IT-Thema, es ist nicht nur ein Maschinenbauthema oder ein Automationsthema, sondern dass man hier eine gemeinsame Vision entwickelt hat, auf der man sich verständigen kann. Und ich denke, notwendig ist dieses gemeinsame Verständnis. Das bringt der Begriff nicht, aber es bringt die Vision. Und ich glaube, man nähert sich immer mehr an. Es wird noch eine gewisse Zeit dauern. Aber es ist ganz einfach eine andere Roadmap, es ist eine andere Dimension. Und mit am einfachsten drückt es eigentlich die Bundeskanzlerin aus, die einfach sagt, Industrie 4.0 ist wichtig für den Standort Deutschland. Punkt. Genau, damit wäre ich bei meiner letzten Frage. Welche Hoffnung steckt eigentlich die Industrie in das Thema Industrie 4.0, um beispielsweise am Standort Deutschland auch in 10, 20 Jahren noch wettbewerbsfähig zu sein? Wir sprechen ja sowohl von Leitmarkt als auch Leitanbieter. Maschinenbau oder auch Automatisierungsindustrie sind weltweit aktiv, Fabrikausrüster der Welt. Das heißt also, der Standort Deutschland, von hier aus werden wir die Welt mit entsprechenden Technologien beglücken. Das andere ist natürlich für den Standort Deutschland selber, wir werden flexibler werden. Wir können natürlich auch Veränderungen in der Gesellschaft, in der Produktion eingehen. Und glaube ich, dass wir den aktuellen guten Vorsprung oder die aktuell gute Position auch wirklich über solche Technologien längerfristig sichern können. Und ich finde es auch gut, dass Sie mal eine Dimension ansprechen, 10 bis 20 Jahre. Das ist nicht einfach ein Marketing-Hype, den wir in 1, 2 Jahren erledigt haben, sondern es ist ein längerfristiger Prozess. Und dann nach 20 Jahren können wir uns darüber unterhalten, wie hat die Revolution wirklich stattgefunden. Ich denke, es wird vielleicht einige Felder geben, die wir heute noch überhaupt nicht sehen. Vielen Dank, Herr Glatz.